So, Fußball Harz hier nochmal aus Oker. Hier sitzt der erste Vorsitzende der Fußballabteilung, Ömer Özvar, und der Trainer Hakan Altin. Hakan, was sagst du heute zum Spiel? Ihr habt 3:1 gegen TSV Uffingen gewonnen. Ja, also insgesamt sind wir hochzufrieden. Aber ich muss dazu sagen, die Souveränität der ersten Halbzeit war weg. Die Gegner sind dann doch durchaus zu Chancen gekommen, gar keine Frage. Aber ich finde, insgesamt war es dann auch in der Fülle schon hochverdient. Ja. Ein verdienter Sieg. Und Ja. Schade, Gegentor ärgert uns schon ein bisschen, weil wir die Null so lange wie möglich gehalten haben und halten wollten. Aber gut, passiert, kein Thema, 3 Punkte und nehmen wir gerne mit. Das ist gut, klar, war auch völlig verdient, muss ich auch sagen. Wenn alle beide Mannschaften ihre Chancen genutzt hätten, dann ging das Spiel heute hier 6:3 aus, würde ich sagen. Denke ich auch. Weil die hatten auch gute Chancen. Hakan, du fährst jetzt erstmal gleich in einen wohlverdienten Urlaub, weil ihr ein spielfreies Wochenende habt. Richtig. Wer ist denn euer nächster Gegner? Das weißt du auch schon, das ist ein Heimspiel. Wenn wir spielfrei, dann müssen wir nach Leidetal. Nach Leidetal. Ja, wie jetzt seid ihr hier mit 12, ihr steht aktuell jetzt mit 10 Punkten auf dem Tabellenplatz 3, weil Salda und Fortuna Lebenstedt auch gewonnen haben. Die haben 12 Punkte, die stehen vor euch. Wie fahrt ihr da hin? Also wie geht das? Nee, Leidetal, der Gegner, wie geht da das Spiel an? Ja, also wir wollen es weiterhin oben festsetzen. Ne? Ja. So lange wie möglich da oben mitmischen. Und da sind wir auch recht guter Dinge, wir trainieren gut. Jeder weiß, was er zu tun hat, und von daher sind wir da eigentlich recht optimistisch. Aber wir setzen uns da jetzt auch nicht unter Druck. Nein. Aber trotzdem, also wir wollen es oben festsetzen, das ist klar. Ja. Und dementsprechend werden wir weiterarbeiten. Das ist sehr schön. So, Ömer, was sagst du denn auch von deiner Seite? Du bist jetzt der erste Vorsitzende der Fußballabteilung, die ausgegliedert ist, so als Fußballabteilung. Wie hast du denn die ersten Monate erfahren jetzt nach der Fusion? Ja, also erstmal vielleicht ganz kurz vorab nochmal Gratulation an diesen guten guten Saisonstart, Was wir ersten hören. 10 Punkte aus 4 Spielen kann sich sehen lassen und weiter so. Auf jeden Fall. Ansonsten, nach guten 2 Monaten doch ein recht positives Resümee, was wir ziehen können. Natürlich ist die Saison noch nicht rum, aber ich habe von Anfang an von beiden Seiten, von beiden ehemaligen Vereinsseiten positiven Willen gesehen, und die Integration läuft. Alle Spieler sind dabei, die Mannschaften haben sich gut gefunden und auch gut sich vermischt. Das wollten wir auch von Anfang an so haben. Die Trainer arbeiten gut, das Drumherum, die Betreuer, die sind alle dabei. Und wir merken auch, dass auch hier in Oker jetzt nochmal so ein Ruck reingekommen ist, dass auch mehr Zuschauer kommen. Und also rundum zufrieden bisher. Das ist schön. Ich kenne es selber noch von meiner MTV-Zeit, diese alten Garagenzeiten am Schulzentrum in Aue, die sind für euch abgehakt. Ne? Jetzt hat man hier vernünftige Situation. Wir selber sitzen gerade aktuell im Geschäftszimmer. Das sind Sachen, von denen konnte man vorher nur träumen. Ne? Absolut, da bin ich total bei dir. Und das war auch natürlich einer der Gründe, wieso wir gerne hier gekommen sind. Aber auch hier auch noch ein bisschen was zu bewegen, auch das Sportliche wieder anzutreiben, auch Bezirksliga-Fußball wieder hier anzubieten. Und so haben wir uns doch recht gut ergänzt. Wir mit dieser Anlage hier, die Okarada mit einer höherklassigen Mannschaft. Ich denke mal, das ist auch so gewollt gewesen, und bisher funktioniert das auch wunderbar. Ihr seid sehr gut aufgestellt, wenn man bedenkt, ihr habt jetzt, man kann es so sehen, ihr seid aktuell jetzt die stärkste Mannschaft nach dem Kostarer Sportclub im Harzkreis. Ja, aktuell ist der Zustand so. Und wenn man mal sieht, ihr habt jetzt vier Herrenmannschaften im Herrenbereich. 3. Ja, ich rede auch von den Ü40 noch. Genau, mit den Ü40, genau. Genau, ne? Absolut. Das sind 4 aktive Herrenmannschaften im Erwachsenenbereich. Da können manche Mannschaften Vereine von träumen, und das ist gut so. Was ihr allerdings, müsst ihr euch auf die Fahne aufschreiben, das macht er ja auch, dass er auch die Jugendarbeit voranbringt. Ja. Ja, ihr hattet ja im August eine Aktion, weil das war, erläutert mal kurz. Genau, und zwar haben wir über unseren ersten Vorsitzenden des Hauptvereins, Dr. Lauterbach, der Beziehungen zu Hannover 96 hat, einen Jugendtag hier in Oker auf dem Gelände veranstaltet. Ja. Die Hannoveraner haben einen ehemaligen Fußballprofi. Steve Torundolo, ich war selber vor Ort. Genau, der ist hierher gekommen. Es waren über 30 Jugendspieler, die da mitgemacht haben an diesem Tag. Und das war schon mal ein guter Start. Natürlich ist das auch nur ein Start. Da muss natürlich auch mehr passieren. Das sind wir uns auch bewusst. Vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wir haben auch unsere Webseite neu gestaltet. Ja, nochmal schön. Damit ihr auch alle draufschauen könnt. Ja, gerne. www.vfluk-tskvgoslar.de. Und als nächsten Schritt, nachdem wir da die dritte Herren präsentieren, wird auch die Jugendmannschaften sein, die da auch mit Inhalten, wo man sich über die Jugendmannschaften informieren kann. Da wird unser Jugendleiter, der Ingo Teuerkauf, jetzt Inhalte liefern, dass wir die auch über den Webmaster dann da einbinden können, sodass dann halt auch
einfach da auch Informationen sind für Eltern, für Jugendliche, die halt interessiert sind, ja, bei uns Fußball zu spielen. Das ist auch eine Maßnahme, aber wie gesagt, es wird nach und nach mehr da passieren, auch mehr investiert werden. Ja. Das ist ja auch nicht so einfach. Wir haben gesagt, erstmal wollen wir die Herrenmannschaften auf Reihe bringen, dass das Getriebe läuft, das machen wir ja zur Zeit, es funktioniert und jetzt kommen natürlich die nächsten Schritte, indem wir auch natürlich in die Jugend investieren. Das ist uns auch von Anfang an klar gewesen, dass das ein wichtiger Baustein sein wird, aber auch sein muss, um auch einfach auch ein bisschen in die Zukunft zu denken. Ich habe vorhin gesehen bei dir am Auto, als ich vorbeiging, da lag schon eine große Sache zum Beispiel. Ihr habt jetzt fast 60 neue Trikots bestellt, ne? Genau. Nagelneu. Ja, erstmal vielen Dank an die Sponsoren. Ja. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten auch dieses Neue präsentieren, auch auf dem Spielfeld, ja, indem wir ein neues Logo, eine neue Webseite erstellt haben, aber auch uns Trikots angeschafft haben. Die sind dreifarbig, die wird man auch demnächst, ja, dann auch sehen können. Und der Clou an der Sache ist, dass wir halt drei Sponsoren gefunden haben und so, dass wir die erste, zweite und dritte Herren komplett damit einmal durch ausstatten, ja, super, können. Sodass, wenn man uns spielen sieht, vor allem in den Heimspielen, dass man da halt auch einfach dieses Neue daran sieht. Da nochmal herzlichen Dank an die Sponsoren. Es wird bald zur Beflockung gegeben und dann, na, super, sieht man auch die Sponsoren dahinter. Das ist doch prima, das soll auch so sein, weil genau, die zahlen den ganzen Mist. Ich sag's mal so, absolut, ne? Ja. Und dann, das ist ja auch so, aber prima. Ich seh in Oka, da passiert langsam was und das freut mich. Wir nehmen das alle wohlwollend zur Kenntnis und ich würde sagen, Hakan, dir wünsche ich einen schönen Urlaub, wohlverdient. Und Ömer, dir einen schönen Feierabend und das war's. Jungs, auf Wiedersehen aus Oka. Dankeschön. Tschüssi.